I am the Jochen und das ist der Frühsport für Donnerstag, den 9. Juni 2022. Schönen guten Morgen. Ich werde regelmäßig auf der Straße angesprochen von Menschen, die sagen, hey, dein Kanal, der gefällt mir richtig gut, aber kannst du nicht vielleicht ein bisschen mehr zur Nations League machen? Okay, natürlich fragt mich das niemand, aber ich mache heute ein bisschen mehr zur Nations League, denn es sind 2 Spieltage rum von 6 und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, mal kurz innezuhalten und Revue passieren zu lassen, was ist passiert in den vergangenen 7 Tagen und in der Nations League. Machen wir aber im zweiten Teil des Videos. Ich will hier keinen vergraulen, der sagt Nations League, what, kann ich nichts mit anfangen. Deswegen erst kurz der Rest vom Sport und dann schauen wir auf die Nations League, wo übrigens gestern Belgien 6-1 gegen Polen gewonnen hat. Das ist mal ein Statement, wie ich finde. Mehr dazu aber gleich. Nations League für alle, die es interessiert, heute 20:45 live auf The Zone. Unter anderem mit der Goal Zone wieder. Also wann die machen und wann nicht, ist mir nach wie vor schleierhaft. Heute kommt sie wieder. Gut, gibt es aber auch natürlich Kracher dabei. Nordmazedonien gegen Georgien, Kosovo, Nordirland, Gibraltar, Bulgarien. Da lechzen doch die Fans nach. Also 20:45 alle Einzelspiele oder auch die Goal Zone. Und gleich am Ende des Videos mehr zur Nations League. Schauen wir erstmal, was sonst noch so los ist und oder war. Zum Beispiel Basketball-Bundesliga. Da haben die Bayern nämlich gewonnen im 5. Spiel in Bonn. Und zwar relativ deutlich mit 13 Punkten Vorsprung am Ende. Das war ein klares Ding für Bayern München, die damit im Finale stehen. Um die deutsche Basketballmeisterschaft. Da geht es jetzt gegen Alba Berlin in der nächsten, in der letzten Serie, die noch ansteht. Und wir gratulieren da an dieser Stelle nach München. In der Handball-Bundesliga sind auch Entscheidungen gefallen, und zwar reichlich. Was wir schon wussten, ist, dass Magdeburg Meister wird. Dann hat aber auch gestern der THW Kiel den 2. Platz klar gemacht. Gewinnen bei den Rhein-Neckar-Löwen, die Jungs. Und gleichzeitig spielen die Füchse Berlin bei Balingen-Waldstätten nur unentschieden. Und das bedeutet, dass Kiel jetzt 3 Punkte Vorsprung hat vor Berlin. Ein Spiel noch und das ist nicht mehr aufzuholen. Das heißt, Magdeburg Meister, Kiel spielt mit ihnen nächstes Jahr in der Handball Champions League. Die Füchse Berlin spielen European League gemeinsam mit Flensburg-Handewitt und frisch auf Göppingen. Denn die haben gegen Lemgo den nötigen Punkt geholt, den sie noch brauchten, um Platz 5 abzusichern. Damit also Lemgo raus und Göppingen spielt nächstes Jahr auch international mit. Und am Tabellenende, da hat Balingen-Waldstätten durch diesen Punktgewinn gegen die Füchse Berlin dafür gesorgt, dass TuS Lübecke abgestiegen ist und der 2. Absteiger wird noch ermittelt zwischen Minden und Balingen-Waldstätten. Das gibt noch ein kleines Fernduell. Muss man mal schauen, wie das noch ausgeht. Minden spielt jedenfalls heute noch und zwar zu Hause gegen Erlangen. Da können sie einen wichtigen Schritt machen, wenn sie das gewinnen, aber sie spielen. Auf jeden Fall am Abend. Dazu noch weitere Spiele, die jetzt tabellarisch gar nicht mehr so wichtig sind. Hamburg-Stuttgart, Leipzig-Magdeburg und Lübecke gegen Hannover-Burgdorf. Lübecke mit seinem Abschiedsheimspiel. Alles das um 19 Uhr live zu sehen auf Sky Sport natürlich. Schauen wir noch zum Radsport. Kriterium du Dauphiné. Da gab es gestern den Etappensieg für Filippo Ganna. Der hat es gewonnen, ganz knapp 2 Sekunden vor Wout van Aert. Der wiederum natürlich aber seine Gesamtführung verteidigen kann. Da liegt er jetzt 53 Sekunden vor Mattia Cattaneo aus Italien und 56 Sekunden vor Primoz Roglic, der jetzt 3. ist im Gesamtklassement. Aus deutscher Sicht der Bestplatzierte ist Simon Geschke auf Platz 39 mit knapp 4 Minuten Rückstand. Heute gibt es die 5. Etappe. Das ist eine, ja, ich sag mal eine flache, eine hügelige, eine flache Hügeletappe. Naja, weiß ich nicht, wie man es nennen soll. 15 Uhr gibt es auf jeden Fall die Übertragung auf Eurosport 1. Das seid ihr ja gewohnt. Dann schauen wir zum Tennis. Da hat es gestern geregnet in Stuttgart. Da konnte nicht so gespielt werden wie geplant. Deswegen gibt es heute ein vollgestopftes Programm. Um 11 Uhr geht's los, live auf Servus TV. Zunächst Oskar Otte gegen Schapovalov. Das sollte gestern ja schon stattfinden, ist verschoben worden auf heute. Struff hat den ersten Satz verloren gegen Sonego im Tiebreak. Im zweiten hat er geführt 4:3. Dann wurde das abgebrochen. Auch das wird heute fortgesetzt. Und dazu unter anderem Andy Murray und Tsitsipas am Start. Also ein volles Tennisprogramm heute aus Stuttgart ab 11 Uhr live auf Servus TV. Wenn ihr Lust habt, seid doch einfach dabei. Was haben wir noch im Programm? Die Diamond League Leichtathletik geht weiter. Und zwar heute Abend mit dem 5. Meeting in Rom. Das gibt es ab 20 Uhr live auf Sky Sport. Wer also Lust hat auf Werfen, Rennen, Springen, ist da ganz gut aufgehoben. Dann gibt es ein Spoiler-Ergebnis noch aus der Nacht heute in der kommenden Nacht jetzt gibt es NHL. Das nächste Finalspiel zwischen New York Rangers und Tampa Bay Lightning ist hier 2:2. Und das 5. Spiel also dann heute Nacht um 2 live auf Sky Sport. Also Nacht von Donnerstag auf Freitag reden wir. Und NBA aus der vergangenen Nacht kommt jetzt wieder der übliche Spoiler. Ich hebe die Hand hoch und sobald ich die Hand oben habe, am besten Ton ausmachen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt über das NBA-Spiel vergangene Nacht. Denn da haben die, ich muss hinter der Hand, glaube ich, mal, dass man die Lippen nicht lesen kann. Denn da haben die Boston Celtics gewonnen gegen die Golden State Warriors und die führen jetzt damit 2:1 in der Serie, die Celtics.
So, Spoiler Ende an dieser Stelle. Das war's, was ich sagen wollte, was dort los ist. Also netter Tag, Tennis tagsüber kann man gucken, bisschen Radsport vielleicht noch, ja, wobei auch nicht so spektakulär, glaube ich, heute. Und am Abend dann uninteressanten Handball, Leichtathletik, wenn man will, und natürlich die Nations League Goalzone. Das könnte der große Knaller heute Abend sein. Apropos Nations League, gucken wir mal rein, was da so los ist. Nations League Gruppe A, also überall jetzt 2 Spieltage rum von 6. Also ein Drittel ist durch. In der Gruppe A führt Dänemark, ganz klar, 6 Punkte. Beide Spiele gewonnen, deutlich vorne in dieser Gruppe mit Österreich, Frankreich und Kroatien. Da ist Frankreich so ein bisschen der Stinker, muss man sagen. Die haben noch nicht gewonnen. Kommen vielleicht ja noch. In der Gruppe 2, A2, die muss man so, in der Gruppe A ist ja 1, 2, 3, 4. In der Gruppe A2 wird es vorne momentan eng zwischen Portugal, Tschechien und auch Spanien hängt da noch mit drin. Schweiz ist abgeschlagen mit 0 Punkten. Aber die anderen drei da vorne mit 4 für 2 Punkten ganz gut mit dabei. In der Gruppe 3, da sind wir mit drin. 2 Punkte fürs deutsche Team, zweimal unentschieden. Auch das hatten wir uns eher ein bisschen besser erhofft. Aber dafür ging es ja auch schon gegen den Nicht-WM-Teilnehmer Italien und England. So, und jetzt geht es noch gegen Ungarn zweimal und gegen die anderen beiden auch nochmal. Hier liegt auf jeden Fall Italien 4 Punkte, Ungarn 3 Punkte, Deutschland 2 Punkte, England 1 Punkt. Also alles noch in Schlagdistanz, das ist kein Problem. Und in der Gruppe 4, da haben die Niederlande bisher überzeugen können mit 2 Siegen und die Belgier, ich hatte schon gesagt, 6-1 gegen Polen. Das war ein Kracher. Witzig hier, Wales ist letzter mit 0 Punkten aus 2 Spielen, nachdem sie ja gerade die WM-Qualifikation klar gemacht hatten und haben sich da durchgesetzt als letztes europäisches Team. Anmerkung, habe ich noch gar nicht gesagt, die Waliser spielen jetzt übrigens in der WM-Endrunde gegen England. Das ist noch so ein Fun-Fact, die hat es also wirklich jetzt in eine Gruppe gespielt, das heißt, die Gruppe war ja schon ausgelost, aber Wales wird gegen England spielen, die USA und Iran. Das ist mal ein Programm. Also eine durchaus starke Gruppe, wie ich finde. Genau, das ist die Gruppe A, die Nations League A. Wir schauen bei der B noch mal ganz kurz drauf, ob da irgendwas Dramatisches ansteht, in irgendeiner Hinsicht. Norwegen ist stark in der Gruppe B mit Haaland, der hier wirklich auch schon ordentlich zugeschlagen hat. Die führen 2 Spiele, 2 Siege in der Gruppe B4. Immer dran denken, es gibt ja immer aus den 4 Gruppen einen Aufsteiger, einen Absteiger. Norwegen könnte in die A-Gruppe aufsteigen da an dieser Stelle. In den anderen Gruppen ist es noch sehr, sehr eng und sehr umkämpft. Da möchte ich mich noch nicht auf irgendwas festlegen. In der Gruppe C strebt die Türkei weiter Richtung Aufstieg. Die haben auch beide Spiele gewonnen, aber werden massiv verfolgt von Luxemburg, die auch beide Spiele gewonnen haben. Gut, die Gegner sind Färöerinseln und Litauen. Kann man mal beide gewinnen, aber da kommt es jetzt auch zum direkten Clash zwischen Luxemburg und Türkei am Samstag. Da bin ich mal gespannt, wie sie sich da schlagen. Griechenland macht sich auch auf dem Weg mit 2 Siegen bisher hoch in die B-Gruppe zum Aufstieg. Noch nicht, noch lang nicht, ne? Aber sieht gut aus. Kasachstan bisher beide Spiele gewonnen in seiner Gruppe. Ebenso wie Georgien, also das könnten so die ersten Favoriten sein auf den Aufstieg nach oben. Und in der letzten Gruppe, in der Gruppe D, da haben wir die Letten recht gut am Start mit 2 Siegen aus 2 Spielen. Und natürlich aber auch hier Liechtenstein, San Marino mit 2 Niederlagen jeweils bisher hinten. So die üblichen, die man da auch erwartet hätte wahrscheinlich. Das war's für heute. Morgen sind wir wieder da. Beziehungsweise, jetzt muss ich wieder gucken, weil Donnerstag. Abend, vielleicht lade ich auch heute, ja, heute lade ich wieder früher hoch. Mal gucken. Also heute, die letzten Tage war es jetzt immer morgens und dann heute kommt wieder im Laufe des Abends. Ihr kriegt es mit. Abonnieren am besten den Kanal, Glöckchen drücken, dann kriegt ihr mit, wann ich hier was hochlade. Es ist manchmal ein wenig unregelmäßig. Dankeschön fürs Zuschauen und habt einen schönen Tag. Tschüss.